connected. Bunte Schafe. Ich krieg hier noch kalte Wie. Ja! Mir hat's gerade irgendwie die Leitung zerlegt. Du bist im Livestream. Ach nein, bin ich echt im Livestream? Schade. Ach, ich weiß auch warum. Ja. Aber nicht in deinem. Steam geht mir so langsam aber sicher ein bisschen auf den Sender mit seinem dauernden Updaten im Hintergrund und mir kackt die Leitung hier weg. Ja, das ist wirklich nervig. Ja. Was hast du auch so eine kleine Leitung? Das kann aber nicht wahr sein. Ich bin bei einer 6000er, bin zufrieden. Ach, ja. Deshalb konnte ich dich auch nicht auf Twitch anschauen. Halt uns doch mal den Rand hier mit einer 6000er Leitung. Alter, ich hab Alter? Noch zwei Leben, ja? Alter? Weißt du, da kommt er hier an und hat die Mega-Cheating-Waffe einstecken, ja? Bane of the Pigs, die man eigentlich so gar nicht herstellen kann. Und dann erzählt er mir hergestellt ist sie nicht. Ich habe sie in einem Dungeon gefunden. Oh, ja, ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Und wo stehe ich jetzt bitte? Am Arsch der Welt stehe ich jetzt schon wieder. Keine Ahnung, wo ich hier bin. Ja, kann ich gar nichts für. Ja? Warum legst du dich nicht mal ins Bett oder so? Uschi. Vor Lachen erstmal ein Bett haben, Günther. Möchtest du ganz gerne zu mir kommen? Warte mal, ist das nicht das Startgebiet, wo wir waren? Ja, mach doch. Zieh mich zu dir. Schieb mich zu dir. Jetzt hätte ich beinahe gesagt, hinten rein. Huch, Mann, bist du hohl. Huch. Das sag ich dir, du. Da fällt mir ja gleich wieder ein Mehrzeiler ein, ne? Ja. Ich höre in mich rein, in mir muss doch was sein. Es macht nur Gacks und Gicks. In mir, da ist wohl nix. Würdest du bitte mal meine Kartoffeln in Ruhe lassen? Ja, ich pflanze sie doch wieder an. Hau hier ab. Geh weg mit deinem komischen Jetpack. Hallo? Und die restlichen bitte mal ganz geschwind hier mal übergeben. Ja, also so geht das nicht. Du kannst hier nicht einfach herkommen. Ich übergebe mich, wenn ich genug davon gegessen habe. Hey, hier habt ihr eine Ecke ausgelassen, ne? Hast du eine Hacke dabei, du Hacke? Naja, eine Hacke hast du ja sowieso, aber hast du eine dabei, mit der man auch hacken kann? Ich habe einen an der Hacke, ja. Nein, habe ich nicht. Ich hab's gerade gesagt. Tut mich sorry, ich weiß noch nicht mal, ob der irgendwie... Nischt hat er. Alter Schwede, sag mal. Da könnte man ja sagen, ho, ho, ho. Mein lieber Marcel, solltest du das irgendwie irgendwo irgendwann mal sehen, diesen Stream oder auch dieses YouTube-Video, darf ich dich mal ganz offen und ehrlich was fragen? Hast du Langeweile? Ich will warten. Nein. Komm, Matti, komm mal bitte runter in den Keller. Ja. Und schau dir mal die Barrels an, die hier stehen. Und sag mir bitte, ob ich da wirklich 64 Blöcke auf Gold sehe, 64 Blöcke Lapis, 64 Blöcke Redstone. Hallo? Darf ich erst die Möhren noch anpflanzen? Diese Schieter hier. 64 Blöcke voller Stahl. Alter, was macht der? Ist dem langweilig tagsüber? Oder ist das jetzt hier nur so der Anfang gewesen vom Ende? Und dann steht hier drüben auch schon ein paar Tanks. Laser an der Decke. Im Ende waren wir auch nicht. Aber ins Ende gehen wir noch alle gemeinsam. Ja, ja, wir gehen zum Ende hin. Ins Ende. Aber wir gehen... Nein, wir gehen dann den ins... Ender Dragon, den... Nein, Matti, wir gehen ins World's End. Ja. So rum. Ins World End? Ja. Also. Ist das ein Puff? Darf ich dir.
Du hast den Film noch nie gesehen, ne? Ja, also, also zumindest hat er der rotes Licht vor der Tür. Du hast den Film World's End noch nicht gesehen? Nein. Alter, guck dir den Film an. Alter, guck ihn dir an. Yo, Bro. Alter. Ich find ihn urig witzig. Jetzt hab ich Rotten Flesh gefuttert. Jetzt muss das Schaf da dran glauben. Das Schaf muss dran glauben. Und das Pferd, was da drüben steht, auch. Bin jetzt sowas aggro. Hallo, Schaf. Du bist schuld. Weg war's. Ja, genau. Ja, meine lieben Twitch-Freunde, YouTube-Gucker, ihr seht, ich hab hier absolut keinen blassen Schimmer, was mein lieber Sidekick hier schon wieder angestellt hat. Ich weiß nur, ich war mal auf dem Mond. Ich glaube, das Zeug habe ich noch an, oder? Ja. Ja, das war aber Mond. Ach, wir haben ja noch Montag, ne? noch eine anderthalbe Stunde, ja. Ja, eben. Oh, ein Buchhalter. Oh, einmal komplett durch. Mistwelten, Miningwelten. Ja, ist ein geiler Quarry, Mond. Job, habe ich gehört. Was? Nita? Aus dem Hexenhaus hat ihr gehabt. H9, Dark Dance und Mond. Okay. Gehen wir doch mal spaßeshalber in die Quarry-Welt. Warum nicht? Mein, der scheint hier wirklich schon alles aufgebaut zu haben. So, fertig, wir haben die Zylonen bekämpft. Nee, nicht die Zylonen. Wir sind ja selber weg. Ich bin also das Roboter. Design von ihm lässt aber ein bisschen zu... Was? Lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Es ist alles schwarz-weiß. Durch? Aber die Tanks, die hier stehen... Ich habe nämlich auch schon überlegt. Ich habe nämlich die Hölle angezapft mit ihrem mit ihrer Lava. Und hier wollte ich mir auch ganz gerne ein paar Tanks hinstellen. Du hast die Hölle angezapft? Also sowas. Ja. Du kannst doch nicht Lucifer beklauen. Das geht nicht. Doch, das kann ich machen. Kannst du das? Doch. Ja? Ich hab's. Ja. Wo bist du? Da. Ja. Ich kann's. Glaub mir das. Echt? Was hast denn du da dafür latzen müssen? Ja. Deine Seele? Hast du Seelenhaschee machen dürfen? Wehe. Wehe, du haust mir mit dem Schwert. Alter, ich hab ne Pfanne, wo ich nicht drin kochen kann. Na? Na? Soll ich dir mal was sagen? Ja. Schau mal da. Ja. Siehst du das? Weißt du, was das ist? Ja, ein Weltenanker. Nein, das ist kein Weltenanker. Das ist kein Weltenanker, das ist der Chunkloader von Darklands. Ne? Das heißt, alles, was hier drinne passiert, wird registriert und wird aufgezeichnet. Und wenn du mir eine auf die Nase kippst, ja, dann kommt der liebe Darklands vorbei und haut dir dann so wie eins vor die da, Kelle. Mann? Bleib doch mal stehen, Mensch. Pass bleib, auf. Bleib stehen. Stehen bleiben! Kommst du mal her? Drehst du dich mal nicht um? Dreh dich gefälligst nicht um. Oh. Das war ein Schlag auf den Hinterkopf. Jetzt dürftest du schlauer sein. 3 mal 3 macht 6. Bitte, bitte, bitte. 3 macht 9. Das ist jetzt ein Steak. Habt ihr hier irgendwo eine... Oh, B-Rocky ist raus. Ja, warum eigentlich? Wollen wir mal B-Rock besuchen gehen? Ach nee, geht ja gar nicht. B-Rock ist still. B-Rock, warum bist du raus? Ja, bist du im Disconnect. Er möchte oder nicht mit er uns hat reden. Vielleicht auch einen DC. Ja, das kann natürlich auch sein. Ich habe vorhin mal meine Leitung resettet, ja, mal komplett.
mit allem, was dazugehört. Und cool. Hab dann voller Schrecken festgestellt, dass es irgendwie daran doch nicht lag. So. Ja. Geh wieder aus dem Haus. Ich glaub das ja nicht. Was? Na jetzt. Ah, jetzt ja, alte Insel. Da, da. Also ich muss mal sagen, er hat sich ja schon was einfallen lassen, was das angeht. Es sieht ja schon recht schnuckelig aus, aber ich hätte da jetzt... Ach nee, es ist ja gar nicht installiert, vergiss das. Möchtest du mal zu uns kommen? Oh ja, lass mal einfach mal gucken. Wie es bei uns aussieht. Okay. Ja. Werde ich mich mal kurz auf den Waypoint setzen. Teleport 2, genau. Ja, dann setzt du dich mal auf den Waypoint. Ich dich mit hinterher. Ja, mach mal. Der Schotte zu MT King. Hi. Dankeschön. So, bist du da? Aua. Blündern. Oh, ja, pass auf. Wir gehen jetzt erstmal hier vorne hin. Komm her. Wo ist hier vorne? Ah. Hier, wo ich bin. Ja. Ich. Okay. Was brummt da so? Also hier ist erstmal... Das ist unsere Energieanlage hier. Du hast komisch einen Besuch. Hast du Party heute angesagt? Ja, ich hatte aber gesagt, es soll nicht in meinem Haus sein. Das sollte ja bei denen sein. So, okay. Also ja, hier haben wir zum Beispiel unsere Briefkästen. Solltest du mir irgendwas schreiben wollen, das ist mein Briefkasten hier. Und das ist der Bibel. Ach, wie süß. Wie geht das denn? Erzähl mir. Es gibt einen Mod, da kannst du so einiges machen. Dann haben wir hier so schöne große Fenster. Auf. Wenn man damit rechts drauf... Ja. Oh cool, die hätte ich auch gerne. Dann kann man die Jalousien dicht machen. Ah. Sieht halt cool aus von innen. Ja, genau. Eine Klingel. Genau. Ich Klingel. So. Ja, Spielzeug. Spielzeug. Immer da? Das ist cool, hallo. Ne? Der Heil! Ja, hier, ich bin hier drin. Warte mal kurz. Es klopft ja an der Tür. Doch da. Ach ja, der Schotte klingelt. Ist das nicht schön? So, der alte Schotte sitzt und hat seinen... Stöpsel wieder im Ohr. So. Scotty, komm noch rein. Warte mal, wie war das? Ah, ja. Ja, ist doch cool, ne? So, hier ist unsere Küche. Hier haben wir unseren Herd. Hab ich irgendwas verpasst? Hast du irgendwas zusätzlich installiert oder so? Nee. Lampen an der Decke, Feuermelder? Ja, wir haben auch Feuermelder dabei. Warte mal ganz kurz. Ja, du brauchst da keine Fackel gegenhalten, das funktioniert nicht. Ja, sag da einfach mal hallo. Hallo, ich bin die Lisa und 5 Jahre alt. Wie süß. Ja, das ist meine große Tochter, ne? Das war die Lisa. Komm mal her, Lisa. Was ist denn, Papa? Lass dich mal bekrabbeln hier. Nein, Papa, das darfst du nur bei der Mama. Also, meine lieben Kinder, keine Panik. Das ist meine Frau, die gerade nur einfach die Stimme verstellt. Und ihr braucht jetzt nicht voller Panik irgendwie den Melden-Button zu klicken. Es ist wirklich nur meine Frau. Das kann ich bestätigen. Ich komme gerade von einer schweren, schweren Arbeit. 8 Stunden auf dem Hintern sitzen und Telefonzentrale spielen. Hey, ich habe Kreuzschmerzen wie ein Stück Vieh. Ja, ich auch. Hab ich auch. Ja, also es ist eine schwere, schwere Arbeit. Ja, sag hallo, die Leute wollen belustigt werden. Hallo, seid ihr genauso beknackt wie, 17 Taxifahrer? Aber du sollst doch die Taxis nicht tragen. Siehst
falls jetzt einer meiner Vorgesetzten dabei ist, tut's mir leid. Oh, ich höre nichts mehr. Ich habe den Stapel meiner Frau gegeben. Also mich hat man wenigstens noch verstanden. Ja, aber mich versteht man auch, wenn man genau hinhört. Ne? Na, ich brauch dafür kein Mikrofon, um meine Stimme zu verändern. Ich krieg's alleine hin. Ich bin aber der kleine Nils. Ich hab nen Bruder. Und der Bruder heißt Nils. Und ich bin der Nils. Mit in der Mitte. Und wenn du nicht artig bist, dann kommt er und verhaut dich, gell? Das stimmt. Das, der arbeitet beim Radio. Und Radio hört ihm ganz gerne zu. Hat viele Zuzuhörer. Aber Leute, die Position ist äußerst unbequem für mich. Ich tue mich verabschieden. Tschüss. Aber Papi sagt, ich muss jetzt ins Bett gehen. Ich sag süß. Und ja, die Lisa sagt auch süß. Süß. Ja, jetzt hat er sich wieder übergeben. Hallo, erstmal zusammen. Ja, der Marcel guckt dann auch mal zu und hat sich gerade schlapp gelacht anscheinend. Ah. Yes. Ein Vakuum aufs Ohr bei den Stöpsel. Hä? Kriegt man ja ein Vakuum aufs Ohr bei den Stöpsel. Ja, deswegen sind es ja auch Ohrstöpsel. Nein, Kopfhörer. Nein, Ohrstöpsel. Ich Du sollst sie ja auch nicht oral einführen. Nein, ich führe sie ja. Das sind doch In-Ohrstöpsel. Wie heißt das eigentlich, wenn man die sich ins Ohr steckt? Ich meine, oral ist es nicht, rektal ist es auch nicht, anal auch nicht. Ist das sonal? Ja, aber nur saisonal. Also im Winter geht gar nichts. Tja, Marcel, so ist das leider. Du bist nicht da und schon sind sie ja alle happy and alive. Ihr seid irre! So, alle am Hand durchdrehen, alle! Hey, der haut mich, so geht das hier nicht. Ich bin von den städtischen Feuermeldeüberprüfern. Nein, ich muss erstmal ihre Feuermelder überprüfen. Piepen die überhaupt noch? Hm? Ich höre da nichts, wenn ich auf den Knopf drücke. Also der uns die verkauft hat, liegt jetzt ungefähr 6 feet under. Ah. So, na, ist egal. Also auf den Herd kannst du raufklicken mit rechter Maustaste. Ui, Oven. Ich hab da mal einen Oven. Ja, da kann man schön... Was ist das für ein Mod, bitte? Köchen. So, dann haben wir hier einen... Dann kann man hier einen Kühlschrank Ach, Alter, du willst mich doch verarschen. Ist doch nicht wahr. Nee. Dann haben wir hier schöne Hängeschränke. Hängeschränke, wo auch hier so ein Essen drin ist und so weiter. Ach, scheiß die Wand an. Was ist das für eine Mod? Ja, cool. Ja, so heißt sie mit Sicherheit nicht. Ja, cool. Mod. Also, wenn du hier rechtsklick auf die Lichter machst, dann gehen die auch aus. Mach mal dunkel. Cool, ne? Ich will jetzt sofort, dass es Nacht ist. Ich will wissen, wie das aussieht. Ja, klar, habe ich. Ja, nachts sieht es genauso hell aus wie draußen. Kommst du jetzt bitte hier mal her? Ach so, übrigens, du kannst den Fernseher auch einschalten. Guck mal. Was kommt da? Die Minecraft-Jagd? Du kannst auch umschalten. Ja, wird wohl anscheinend hier... Ist das geil? He-Man!
Die Macht sei mit dir. Als hätte ich das vorhin geahnt. Ich habe heute echt... Was denn? Hast du Loch wie Sieb? Und du aufschreiben. Sag ich, wer gibt noch mal Stück. Jo, bringst du mir einen Kaffee? Schade. Ich noch mal. Die drinne ist es von mir zu... Oh, Niam Niam Cat, okay. Kein Bild, kein Ton. Auf Wiedersehen. Ich hätte auch einen Kaffee genommen. Okay. Moment, das finde ich ja geil. Marcel, du weißt, was ich will. Ja. Kann man die ausschalten? Oder laufen die standardmäßig durch? Of course. Bei der Macht von Grayskull, genau. Die laufen ein Lied durch, dann gehen sie aus. Also, Küche, hast du das gesehen? Empfangshalle so ein bisschen. Ja. Hast du ja jetzt auch gesehen. Warte mal ganz kurz, Babyphone. So, dann gehen wir einfach mal hier, Moment, hier durch. Moment, Babyphone. Frau guckt. Alter, das kann sich ziehen. Ja, okay. Das zieht sich wie kaum. Alter. Also, hier haben wir... Ja, das kenne ich doch schon. Hier haben wir so ein bisschen was aufgebaut. Okay, das kennst du. Hier haben wir einen Hutstand. Da kannst du deine Hüte draufpacken. Dann haben wir hier Nachtlampen. Die kann man übrigens auch ausmachen und wieder einschalten. Darf ich dir mal was sagen? Natürlich auch. Das sieht aus wie ein überdimensional großes Tampon. Ja, mit Vibrationsalarm unten dran. Gut, kommen wir zu den Vorhängen. Die Vorhänge. Wenn du da Rechtsklick drauf machst, nachts, kannst du die auch zumachen. Genau. Ich auch haben will. Einfach nur geil. So, wieso sehen die Blöcke hier so komisch aus? Warum glitschen die? Was sind das für Blöcke? Was ist das? So glitschen die, bei dir, bei mir glitscht ja nicht. Das ist eine Wand, die eingefasst ist mit schönen Holzverzierungen an den Seiten. Ui. Ja, da kann man ein bisschen rausgucken. Das ist unsere kleine Terrasse. Ja, deine Sightseeing-Tour wird ganz kurz unterbrochen von Tramabetalon. 100 Milligramm. Okay, dann gehe ich jetzt raus. Also ich brauche eine halbe Stunde dazu, glaube ich. Nee, doch nicht. Das warte mal ganz kurz. Schon alles einfach frei. Was möchtest du jetzt? Ja, und was willst du mir damit sagen? Das letzte Mal hast du dich beschwert, dass ich dich nicht drüber informiert habe, dass ich dran malen kann. Das heißt, du liegst dann in einer halben Stunde auf der Couch und weißt nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Unter Umständen, aber bei bei solchen starken Schmerzen bezweifelst du ja, das. Ja, wohin? Dann sollten wir vielleicht noch mal eine Operation vornehmen. Matti, hol mal den Schlachter. Jawohl. Nein. Notschlachtung? Terry hat wieder anscheinend an der Bandscheibe Probleme, keine Ahnung. Ach, der Scheiße. Hat mal wieder starke Schmerzen. Das ist mega unangenehm, ich kenne das. Ja. Also von daher, Leute, sorry, wenn man hier kurz Unterbrechungen drin hat in dieser Form, aber das sind halt Sachen, die bleiben nicht außen vor. Ja, Schotte, wenn du die Möbel haben willst, dann baue sie dir selber. Ich baue sie mir, kein Thema. Ja. Ich hau dir... Na klar. Nein, nicht da runter, jetzt kommen wir erstmal nach oben. Warte, du willst mit mir in deinem Privatgemach? Nee, das ist nicht mal privat gemacht. Nein, hier haben wir nämlich nichts, außer nicht dieses Ding hier. Ich habe eine kleine Bibliotheke gebaut. Ah, ich wusste schon immer, im Königsein Klosett ist immer noch am schönsten. Kackst du mich jetzt an? Gibt es diese Pfanne? Hast du es nicht gemacht, gibt es diese. Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Ich hab nur einfach eine Kartoffel gerade gegessen. Ich weiß, was okay, du möchtest von mir. Alter, jetzt gibt's die Pick.
Jetzt gibt's die... Ah, genau. Schöne Wendeltreppe nach unten. Und schau mal. Ich bin weg, ich bin nicht da. Warum wo auch immer. Zur Query-Welt. Wo auch immer. Das ist unsere Query-Welt. Aber die wirst du nicht finden. Die will ich ja auch gar nicht finden. Ja, komm, wir sehen. Genau. Außerdem, Matti, ich brauche mir nur die Koordinaten aufschreiben. So ist es ja nicht, ne? Und außerdem gibt es da noch die Möglichkeit mit TPS. Ja. Nein. Ja. Achso. Okay, also hier haben wir unseren Lagerraum teilweise mit den dementsprechenden Maschinen dazu. Aha. Ah, guck mal. Ja. Die kenne ich noch. Erze, etc. Ja. Früher hießen die Dinger Barrels, jetzt heißen die Steel Crate. Ja. Mal so eine ganz bescheidene Frage an dich. Aber selbstverständlich. Du bist der König, ja. Wo ist deine Tafel? Wir sind nicht bei Hero, komm. Jetzt gehen wir mal hier durch. Das ist laut. Hier wird es ein wenig laut, weil hier draußen die Zähler sind. Wie? Also die... Ich höre dich nicht. Die Windräder sind hier draußen. Ja. Die Windräder sind hier draußen, Mann. Die Windräder, verstehst du? Die drehen sich und machen Geräusche. Was? Okay. Ich kann dich Lass nicht hören. Lass uns ein wenig rübergehen zur Schmelze, Mann. Zur Schmelze. Komm. Was ist mit Else? Neus? Else ist hier hinten, nackt Arsch, komm! Gewitter? In Neuss? Geh ein Stück! Und hier haben wir unsere Elektrolytik-Separator aufgebaut in der Mitte. Ja. Die auch diese Kerne hier speichern, etc. Dann haben wir hier eine Smeltery. Inklusive einer Befüllung aus dem Nether. Alter. Entschuldigung. Bitte mit. Oh, schon. ich hatte die falsche Pfanne. Würdest du mich ganz kurz mal teleportieren? Ja. Sie Krämmelchen. Das war die Pfanne. Würdest du dich bitte mal mit deinem Hinterteil zu mir drehen? Kommst du bitte mal raus? Ja, dreh dich mit deinem Hinterteil zu mir. Hast du ein Jetpack? Ob du ein Jetpack hast? Leg mal auf den Baum hier hin. Auf welchen der 10? Ja, hier, wo ich stehe, Mann. Alter. Ach, du meinst den mit dem Creeper? Alter. Ich kann dich gerade nicht hören, du bist zu leise. Warte mal, ich brutzel dir mal die Haare weg. Zu leise. So. Da oben bist du. So, stell dich mal hier hin. So, was mal... Ey... Was meinst du, wessen Haus ist das? Ich stelle mich grundsätzlich hier hin und überlege. Wessen Haus mag das wohl sein? Warte mal. Der _ Schotte TNT. Oh, schade. Ich glaube, ich habe die falsche Pfanne benutzt. wie gefällt dir mein Domizil? Ja. Hat schon irgendwie, ja.
Hat's wehgetan? Ja, ich hab's gefunden. Bist du eher ich? Hat's wehgetan? Nee. Was ist los? Warum stehe ich da? Ah, jetzt. Oh, Enderman. Haben wir hier ein paar Endertypen? Enderman. Warum ich steht da bin jetzt so ja der Creeper? Enderman. So ein blöder Creeper? So ein blöder Creeper. Moment, teleportet König zu was? King? Schotte zum König? Oder ja, was? Nein, ich hab mich jetzt gerade mal so ein bisschen zu dir geportet. Können wir mal alle schlafen gehen? Hau die doch einfach um. Ich will, dass ja, natürlich. Die ihre Erde hinsetzen. Wenn wir in zwei, drei Stunden zu Hause sind. Huch, Entschuldigung. Ich wollte dich jetzt nicht hauen. Ich wollte eigentlich den Endertypen hier. Ein Ende setzen. Ach, König. Alter, stirbst du? Renn mir doch nicht in die Pfanne. Du hast ja auch eine... Ja, rennt er mir einfach in die Pfanne. Du hast ja auch eine Periode, das ist wieder geil. Ich habe eine Periode. Muss ich meiner Frau gleich erzählen morgen. Ja, ist ja gut, sonst hau ich dich gleich. Alter. Reicht's. Ich hatte noch ein Herz. Einmal wenigstens kommen. Du kannst wenigstens dann auch sagen, der Zombie war es gewesen. Oder ist es gewesen? So, jetzt komm zurück hier. Soll ich dich mitnehmen? Ja, nein, du kannst mich auch gerne hier sterben lassen. Wenn's ja, eure Hoheit nichts ausmacht, also ihr dürft mich auch gerne mitnehmen. Spaß war? Ich weiß, dass du auf Drogen bist, Marcel. Perlen willst. Ich hab noch nie Scotch getrunken, verstehst du? Echt nicht? Solltest du mal machen. Ja, wo wollte ich hin? Achso. Du wolltest nach Hause und wolltest mich eigentlich mitnehmen. Ja, ich gehe nach Hause und... Könntest du dich bitte beeilen? Ich habe hier so zwei Zombies, die auf mich zukommen. Carmen. Vergangenheitsform, bitte. Na also. Geht doch. Warum nicht gleich so? Weißt du, diese lahmen Leute hier. Weißt du, was richtig gut ist? Dass ich mich auch keine Ahnung, wo euer Wohnsitz ist. Du weißt ich hab dich einfach mal mitgenommen. Du weißt nicht, wo unser Wohnsitz aber, ist. Aber kommst du zur weißen Seite der Macht? Ja, warte. Ich, Dunkelheit tanzt. Nein! Die Dunkelheit tanzt. Ich will doch hier... Die Dunkelheit tanzt. Alter, du machst mich komm schwach. Komm zur hellen Seite der Macht. Ja, ich weiß. Du bist jetzt im Kreis der Gefangenen. Oh my yeah, oh my yeah, oh yeah, my yeah, yeah, so, jetzt habe ich dich entzaubert. Gib mir deine Potatoes. Aber alle, ich will jetzt sofort deine Potatoes haben. Komm, gib mir deine Potatoes. Ja, noch, ja, genau. Gib sie mir. Oh, Potatoes. Oh, gib sie das mir. Das wirkt. Warum? Ja. Alle, komm, gib sie. Mann, bist du hohl. Gib her. Geh weg.
Ja. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ich kotze die ganze Kartoffel wieder aus. Das gibt's doch gar nicht. Hilfe. Gib mir deine Potatoes. Na komm schon. Ich muss hier rein. So, und jetzt, da der König weg ist, können wir hier wieder ganz normal spazieren gehen. Ich gehe dann mal ein bisschen in die Wüste, ein bisschen im Öl baden. Schlammbad hat ja schon immer geholfen, ne? Cool. Ja, nur bei Schlampen. Sag mal, brennt das eigentlich, wenn ich meinen Jetpack hier drinne anmache? Nein. Nein. Schade. Brennt es nicht. Ich hab selbst eine Fackel habe ich schon mal reingeschmissen. Das ist Schweinerei. Genau so wie bei Diesel. Weißt du, Diesel ist ja eigentlich ein Brennstoff. Nee, ja. Wieso das denn? Wenn du einen Fass Diesel hast und da ein Streichholz reinschmeißt, dann erlischt das Streichholz. Du musst mit Luft vermengen und dann erst explodiert es. Aber ist ja auch ganz klar. Diesel an sich, das Gas Diesel an sich angereichert in einem Fass kann nicht brennen, weil der Sauerstoffanteil einfach fehlt. Diesel kann erst sich entzünden, wenn Sauerstoff hinzukommt. Richtig. Ist doch ganz logisch. Ja, was habe ich denn gerade gesagt? Scotty. Und die nötige Temperatur Gotti. Erreicht es. Und die nötige, deswegen hast du ja auch so ein Glühding da beim Diesel. Hm? Ja, und deswegen gehe ich jetzt hier mal ganz kurz hier gucken, inwieweit hier da so... Also da drüben ist hier da der Start wahrscheinlich. Ja, das dürfte hinkommen mit dem Startgebiet. Dann war hier mal kurz übrigens was. Übrigens ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn der Schotte mich mal ganz kurz ausrechnen lässt, ein Hinweis in eigener Sache. Da ich nur einen Monitor habe, kann ich den Chat in meinem Stream nicht verfolgen. Das heißt also, solltet ihr mir was schreiben, kann ich es leider nicht lesen. Es sei denn, mir hilft irgendjemand, der jetzt auch vielleicht mal reinschaut bei mir und ja, mir das mal ein bisschen vorliest. Ansonsten kann ich leider nicht darauf reagieren. Das ist natürlich schade. Ich arbeite dran, einen zweiten Monitor irgendwo herzukriegen. Unsere Arbeit, also ich habe einen Bildschirmarbeitsplatz. Wenn die irgendwas aussortieren, dann werde ich wahrscheinlich mir mal was... wenn ich mir so deine Viewerliste anschaue, dann hast du Big Bart 1903 bei dir in den Viewers. Dann sage ich einfach mal Big Bart 1903, herzlich willkommen bei meinem Stream. Und der Schotter kriegt ja immer eine Pfanne, einfach nur, weil ich es kann. Boing. Hi Schnuddel. Na du, auch mal wieder im Lande? Warum wird eigentlich die Liste nicht aktualisiert, wenn ich mir es angucken will? Ich kann das nicht sagen, aber du weißt ja, dass bei Twitch schon einiges falsch läuft. Jetzt habe ich gerade meine Freundin beglückwünscht und Die Kamera war das. Das ist scheiße hier. Ne? Was stehst du hier eigentlich so komisch rum? Du kriegst alle aufs Maul. Ja, entschuldige bitte mal. Ich gucke gerade extra für dich, ja, was in deiner Viewerliste sich so tut. Genau, auch wenn es eigentlich der Birok machen könnte. Ja, komischerweise zeigt MT King Stream bei mir ja gar nicht an. Vernichte dich! Vernichtet ihn! Wer war das? Aua! Vernichtet ihn! Der Zombie ist da! Der Zombie! Geht jetzt einen Kaffee holen. Der Zombie ist tot. Ich bin mir jetzt... Hier im Ölbad, oder was? Ja, ich gehe mir jetzt einen richtig schnucklig öligen Kaffee kaufen. Holen. Ich muss jetzt echt was essen, um mich wieder aufzuladen. Das gibt's ja gar nicht. Tja, siehst du mal, so bin ich zu dir. Du musst essen. Ich bin so dermaßen imber, ne? Ich bin so dermaßen imber. Bist du dehydriert? Imber bin ich. Absolut nur imber, ne? Ja. Ja. Geh du mal deinen Kaffee holen. Ich gehe ganz kurz dahin, wo mich keiner verfolgen kann. Schon recht, mein Lieber. Oder darf. Und bin gleich wieder da. Achso, Moment. Bevor ich gleich wieder da bin, gehe ich mal ganz kurz hier nach unten. Schwupp, 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 schwupp. Und
Zack, und gehe hier raus, gehe hier rum und drücke den Knopf hier. Und gehe hier raus und drücke den Knopf nochmal und versuche hier rauszugehen. Ach, leck mich doch am Fuß hier. So, auf und zack. Nein, doch. Oh, ich hasse das, wenn diese Lecks da sind. Verdammt, Axt. Aber dir geht's schon ganz knusper, oder? Nein? Okay. Ja, ich versuche hier aus der Tür rauszukommen. Ich habe die Mega-Lecks. Ich bin dann draußen und werde dann wieder zurückportiert. Also auf jeden Fall gehe ich jetzt erstmal ganz kurz meine Frage vor. Bis gleich. MTK, meine Frage. Nein, ich muss erst wohin. Nein. Ich muss wohin. Kannst du... Eine Frage. Kurze Frage. Wie willst du mit so einem Jetpack auf dem Teppich durch eine Tür gehen? Weil ich es kann. Ich gehe jetzt Kaffee holen. Ja, ich verabschiede mich. Jo, Stefan, bis morgen. Tschüss. Ja, und okay, der Rest, Stefan, bis gleich. Bis morgen. Tschüss. Ciao. Ja, genau. Bis gleich. Tschüss. From your channel. Es ist so still. Es ist zu still. Oh, der Baum ist endlich gewachsen. Big Bart, der antwortet sogar. Guck mal, der ist ein aktiver Verfolger. Das ist Sweet von MT King. Ob ich jetzt genug Spinnenweben gesammelt habe oder Fäden gesammelt habe? So, da sind wir wieder. Hallöchen. Schade, die Uhr ist vorbei. Was ist? Die Uhr? Die Ruhe ist vorbei. Ach, die Ruhe ist vorbei. Da ist ein Fluss. Ja. Welche, die mit H oder ohne? Alter, H? Bin ich. Ja, das ist die Frage, ne? Das müsste ich mir mal in Ruhe überlegen. Wer hat mein Schiff gesehen? Ich habe keine Ahnung, wo dein Schiff ist. Wenn du Schiffen gehen willst, dann weißt du ja, ne? Es gibt da so Gebäude, nur so Einrichtungen innerhalb eines Gebäudes. Ich mein, da kann man denn hingehen. Ja, ein Schiff, genau. Wieso steppe ich denn hier? Nur ein Schiff an der... Nur ein Schiff an die Hauswand kostet ungefähr 50 Euro. Ne? Also wenn du mehrere Male und so, dann kann es teurer werden. Mikrofon aktiviert. So, meine lieben Jungs, ich bin dann auch wieder da. Aber also ich möchte das aber auch nicht vertiefen, so dieses Thema. Was möchtest du ja, nicht vertiefen? Ich möchte auch ganz gerne mal die... Ja, ich möchte ganz gerne mal diese Gelegenheit, wo ich jetzt hier gerade so rumturne, zum Anlass nehmen, auf etwas hinzuweisen. Und zwar... Du bist Papa. Ist Scotty, also der Schotte... Nein, ist Scotty, also der Schotte... privat sind wir die ganz, ganz Dicke. Ja, aber es wird demnächst etwas kommen, wo wir beide, sofern wir Computerspiele spielen, keine Freunde mehr kennen.
Ja, also und ich genau kenne dann Patrick nicht mehr, ich kenne Stefan nicht mehr. Was? Auf einem neuen Kanal. Ich kenne euch alle nicht mehr. Es wird auf einem neuen Kanal etwas passieren, was wahrscheinlich sehr, sehr schwerwiegend sein wird. Der Kanal heißt MC vs. Schotte, also MC vs. Schotte. MC vs. King, so war das, ja. Kennt nicht mal mehr seinen eigenen Kanal, ich glaube. Was dort passieren wird, wird unglaublich sein. Echt, das wird wirklich unglaublich sein. Unbelievable. Ja, da kennen wir keine Freunde. Werden wir uns sowas von dermaßen dissen. Ja, wer bist du überhaupt? Ja, und am Ende, Moment. Und am Ende, also unterbrich mich bitte nicht, ja, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und am Ende also, wird er. Und kannst, am Ende kannst wird du dich das, endlich mal also, Moment, kurz fassen, die Moment, Leute sind nein, schon nein, gelangweilt. Also unterbrich ey. Mich jetzt nicht. Ja, das glaube ich dir überhaupt nicht. Das ist total mega spannend, denke ich mal. Und am Ende wird der Schotter nämlich heulend nach Hause laufen. Ja. Geh mal Kaffee kochen. Also wie bei jedem Computer. Komm, geh Kaffee kochen, Dicker. Nein. Er kann es einfach nicht. Ne? Er kann es weißt einfach du, nicht. Er weißt ist du, ungefähr du mit deiner, 20 Kilo schwerer als du, ich. Und du mit deiner Digger, Gesichtsmöse. Das kann doch echt ja? nicht wahr sein. Du musst schon vor mir also niederknien, dass ich überhaupt dir zuhöre. Ja, nein. Also, weißt du, der kommt, weißt du, der erzählt mir hier so ein Standventilator irgendwas. Und das kann aber nicht wahr sein. Ja. Das ist echt unglaublich, ja. Also, du benimmst dich wie ein Bügeleisen, weißt du, heiß, aber du bist dahinter. Und das war's dann auch. Hör auf zu klingen. Nee. Wenn dann bitte heiße Luft, ja? Also, glüht du nix dahinter, kann gar nicht sein. Hinten dran ist ein Griff an einem Bügeleisen. Ansonsten würdest du ja die Griffel dran verbrennen. Ja, weißt du, warum? Weißt du, deine Logik muss man grade, manchmal grade echt. Gerade bei Schotten ist dieser Griff da, um das Ding wegzuschmeißen. Das ist einfach so. Ne? Ah ja, dann weiß ich also ja wenigstens, wo ich bei dir anfassen muss. Alle Hausfrauen, an deinem Bügel. 90% aller Frauen schmeißen Bügeleisen weg. Also gerade schottische. Ja, also das ist halt so. Weil die Leute, die das verkauft haben, sind einfach Pfeifen. Ne? Und haben Säcke unten dran. Das geht gar nicht. Die muss man übrigens aufblasen. Das ist unglaublich, echt. Weißt du, du kleiner Hamburger. Was du hier abziehst, mein Freund. Ne? Also, was du hier abziehst, das weißt, geht gar nicht. Weißt ja? du, du kleiner Hamburger. Kauf du dir mal ein Brötchen und leg dich mal dazwischen. Du brauchst überhaupt nicht versuchen, mir hier irgendwie, ne? Also, ich komme mir von dir jetzt gerade vor wie ein Brötchen, ne? Total belegt. Also, du, was du hier laberst, das ist unglaublich. Ja, ne? Der Einzige, also, der hier labert, bist du doch die ganze Zeit. Weißt du, bei dir hört man nur ein. Du hörst dich schon nicht mehr selber. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Du ja, hörst dich schon nicht mehr selber. Du weißt bist ich habe Beweise, die ganze Beweise. Zeit, ja? Die ganze. Nein. Die Beweise, du guckst doch ins Video, Mann. Ja, guck dir das Video an. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das kann ja wohl echt nicht wahr sein. Ich mache übrigens die Gardinen jetzt zu, ich lege ins Bett. Und das kann doch echt nicht wahr sein. Was, er macht die Tür zu und legt sich ins Bett? Wieso ist er dann noch im Stream? Sollten wir jetzt etwas finden, ja, wo wir gegeneinander antreten, mein Freund, ne? Dann wird es auf dem Kanal hochgeladen, ja? MC versus King. Ja, ja, und ich werde dir zeigen, kein Thema. Ja, wo deine Hake hängt, ja? Wo deine Hake hängt. Ja? Und damit verabschiede ich mich aus dem Stream. Ich sage euch einen schönen Abend und ich wünsche euch alles Gute. So, meine Lieben, das wünsche ich euch natürlich auch an der Stelle und Spaß muss sein. Und ja, Marcel, wir sind erwachsen. Und zwar richtig erwachsen. Wir haben hier unseren Spaß, wie ihr eben schon gehört habt. Also demnächst kommt ein richtig schöner Kanal, wo wir uns so richtig schön auf die Fresse hauen. Und ich mache es sogar noch ein bisschen spannender. Die Leute, die den neuen Kanal abonnieren, haben ein Mitbestimmungsrecht in Form von Free-to-Play-Spielen, welches Spiel wir spielen sollen und eine Bedingung, die wir dann dahingehend erfüllen werden oder versuchen zu erfüllen. Sollte das Ganze dann schief gehen,
um das Ganze noch ein bisschen lustiger zu gestalten. Wir werden uns natürlich die Fresse einhauen, wo es nur geht. Sollte das Ganze dann schief gehen, dann werden die jeweiligen Ehepartnerinnen dafür zuständig sein, dass die Männer gleich von hinten eins aufs Dach kriegen? Nein, dafür zuständig sein, die Strafe auszuführen, dass die auch wirklich dementsprechend ausgeführt wird. Und das Ganze natürlich auf Video festgehalten. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich aus meinem Stream. Bis demnächst. Tschüss. Bye.